Die Feierrechnung. Lieber August, du weißt, wenn man die 60 feiert, kommt ein jeder angeeiert. Und jeder gratuliert dir brav und denkt doch schon im Stillen nach, was er so alles essen kann. Schließlich rechnet man schon lang, wie viel von allem Trank und Speise muss auf die Verdauungsreise. Bis dein Geschenk sich macht bezahlt, haben alle sich schon ausgemalt. Ein Stück von der und jener Torte, manche auch von jeder Sorte. Und wird es dann den ersten schlecht, denkt sich mancher, jetzt erst recht. Kommt dann endlich das Abendbrot, fühlt sich wieder jeder gut. Man stürzt sich schnell auf das Buffet. Und ist der Teller voll, juchhei, setzt man sich hin, es zu verzehren, um dein Geschenk zu subtrahieren. Und steht noch nicht die schwarze Null, pumpt man mit Wein und Bier sich voll. Das führt nicht nur zu vollem Bauch, sondern auch zu tüchtigem Rausch. Und die Kontrolle geht verschwunden, und man säuft weiter unumwunden, und macht dann am nächsten Morgen der Kater endlich keine Sorgen, bilanziert man her und hin und merkt, man hat sogar Gewinn. Deswegen kommen deine Gäste auch so gern zu deinem Feste und wünschen dir viel Heil und Segen, du mögest noch sehr lange leben und feiern wie ein großer Star auch dein nächstes Jubeljahr. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal in den Link unter der Beschreibung und vielleicht, ja, gefällt dir auch das, was mein E-Book zu diesem Thema dir zu bieten hat. Okay, bis bald, dein Claudio Scheel. Ciao, ciao.